Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, wir Bündnis Grün stehen seit jeher für das Verursacherprinzip. So auch im Fall der Überdüngung der Landwirtschaft durch Stickstoff. Denn es ist seit langem klar, und ich habe in etlichen Reden auch darauf hingewiesen, die Stickstoffbelastungen der Umwelt sind weiterhin zu hoch. Die reaktiven Stickstoffverbindungen belasten unsere Gewässer und damit unsere Gesundheit. Sie belasten unsere Atmosphäre und damit letztlich auch das Klima. Und sie belasten unsere Böden zu stark. Ein zu viel an Nitrat im Wasser ist für Menschen gefährlich. Kleine Kinder und ältere Menschen können durch zu viel Nitrat im Trinkwasser krank werden. Und unsere Artenvielfalt ist bedroht. Ein zu viel an Stickstoff bedroht gerade die selteneren Pflanzenarten, die angesichts eines Stickstoffüberschusses einfach nicht mehr existieren können. Über Kunstdünger, vor allem aber über die Gülle aus der Schweinehaltung, gerät Nitrat in die Gewässer. Denn das Umweltbundesamt stellt klar, Industrie, Verkehr und Energiewirtschaft haben in letzter Zeit die Freisetzung von Stickstoff deutlich reduziert. Nicht aber die Landwirtschaft. Ihr Anteil an der Stickstoffemission beträgt gut 60%. Vor allem in Regionen mit intensiver Schweinehaltung erreicht die Nitratbelastung im Grundwasser alarmierende Werte. In Mecklenburg-Vorpommern sind 51% der Grundwasserkörper in einem schlechten Zustand, 82% der Seen, 97% der Fließgewässer und, meine Damen und Herren, alle Küstengewässer, 100% der Küstengewässer sind von diesem Problem betroffen. Und der Hauptverursacher ist die Landwirtschaft, in Regierungspapieren unter der Überschrift Stickstoff aus diffusen Quellen verborgen. Das Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie hat in Zusammenarbeit mit dem Forschungszentrum Jülich analysiert, wo in unserem Bundesland welche maximalen Stickstoffüberschüsse verträglich wären, um die Trinkwasserqualität noch gerade so einzuhalten. Unter der Überschrift theoretisch maximal zulässige Bilanzüberschüsse für das Grundwasserziel. Die Experten vom Landesamt sagen aber auch klar, ich zitiere, die Nährstoffreduktion über die Düngeverordnungsnovelle wird voraussichtlich nicht ausreichen, um die Gewässerschutzziele zu erreichen. Ergänzende Maßnahmen sind erforderlich. Diese Aussage ist nach wie vor zutreffend. Die wenigen bereits eingeleiteten und die angekündigten Gegenmaßnahmen sind absehbar ungeeignet, diesem Umweltproblem wirksam entgegenzutreten. Und diese Auffassung vertreten nicht nur wir, die sich bekanntermaßen für den Umweltschutz einsetzen, auch der Europäische Gerichtshof hat vor kurzem Ende April gegen die Bundesrepublik Deutschland das angekündigte Vertragsverletzungsverfahren wegen Missachtung der EU-Nitratrichtlinie eröffnet. Der Verband der Energie- und Wasserwirtschaft, BDEW, spricht von einer Ohrfeige für die Landwirtschaftspolitik. Es drohen Strafen in sechsstelliger Höhe pro Tag für Deutschland, die natürlich auch auf Mecklenburg-Vorpommern runtergerechnet werden. Die EU-Kommission sieht weiterhin eine wachsende Nitratverunreinigung des Grundwassers und der Oberflächengewässer einschließlich der Ostsee. Und da hilft es auch nichts. Nun die Kriterien so nach und nach unten zu regulieren, wie Sie, Herr Backhaus, es unlängst für die Wasserrahmenrichtlinie vorschlugen. Hier hilft nur eins, endlich wirksam handeln und so die Umwelt und die Menschen vor den schädlichen Stickstoffeinträgen schützen. Auch die angekündigte Verlegung von Messstellen für die Grundwasserqualität lässt mindestens misstrauisch aufhorchen. Soll hier im übertragenen Sinne die versalzene Suppe so lange mit frischem Wasser verdünnt werden, bis der Messwert wieder schmeckt? Ein Fallbeispiel aus dem Raum Grimmen. Hier ist wegen der Gülle und der Düngeflut bereits der erste Grundwasserleiter komplett nicht mehr nutzbar. Die Wasserfassung liegt in einem intensiven Landwirtschaftsgebiet mit hohen Stickstoff- und Nitrateinträgen mit teilweise aus geologischen Gründen schlecht abgedeckten Grundwasserleiter. Die Stickstoffbelastung steigt und die Trinkwasserqualität von maximal 50 Milligramm Nitrat pro Liter kann nicht mehr eingehalten werden. Durch Eisenausfällungen setzen sich die Rohre zu und hier ist dem Wasserverband bereits klar, es braucht eine Begrenzung der Düngermenge. In Trinkwasserschutzzonen müsste ein weiser Umgang mit dem Boden stattfinden. Zum Beispiel ein gut gemachter ökologischer Landbau wäre hier angezeigt. Daher fordern wir Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, mit unserem heutigen Antrag auf, die Landesregierung soll sich ernsthaft dafür einsetzen, dass eine bundesweite Stickstoffüberschussabgabe geprüft wird und dann umgesetzt wird.
Die Idee einer Verschmutzungsabgabe in Abhängigkeit von der Verschmutzungsintensität dürfte den meisten von Ihnen ganz gut bekannt sein. So basiert doch die Kfz-Steuer für PKWs seit dem Jahr 2009 unter anderem auf dem Prinzip, höheren Schadstoffausstoß mit einer höheren Steuer zu belegen und schadstoffärmere Fahrzeuge steuerlich zu entlasten. Eine wichtige Rolle spielt bei dem Fallbeispiel der CO2-Ausstoß, der Kohlenmonoxidausstoß, die Stickoxide und die Kohlenwasserstoffe und der Feinstaub in Form von Rußpartikeln. Wir wollen, dass dem Problem an seiner Quelle begegnet wird, anstatt mit steigendem Aufwand eine End-of-Pipe-Lösung nach der anderen auszuprobieren. Und wir wollen nicht, dass nach und nach aus jedem Wasserwerk eine Chemiefabrik wird, um die Trinkwasserqualität weiterhin einzuhalten. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Frau Karlowski.